Mein Name ist Marko Mijatović. Ich studiere an der HFBK in Hamburg Film und Kunst. Und ich habe heute Abend Adas Hotelfilm gezeigt, ein 16mm Film in Farbe. Ja. Wie ist die Idee dazu entstanden? Schwierig. Es ging um die Erzählweise. Also wie erzähle ich einen Film? Welche Wege abseits des konventionellen Erzählens kann ich gehen? Und besonders im Rahmen eines Kurzfilms eine sehr komplexe Geschichte zu erzählen. Und dabei haben wir dann uns überlegt, die Geschichte, also im Sinne einer Narration, wegzulassen und rein atmosphärisch zu arbeiten. Ja. Okay, und welche Probleme oder auch Zwiespältigkeiten waren dir besonders wichtig darzustellen? Die Unmöglichkeit der Kommunikation. Das, was man sich wünscht, sagen zu wollen, und die Unmöglichkeit, es dann zu sagen, wenn das Gegenüber den Raum betritt. Und wie lange hat es gedauert, bis den Film zu produzieren? Es dauert ja noch immer. Wir haben 2012 angefangen, also eineinhalb, fast zwei Jahre. Und gedreht habt ihr wo und wie lange? Wir haben 8 Tage lang gedreht, davor 3 Wochen geprobt im Schauspielhaus, und gedreht haben wir im Maritim Hotel, hier beim Hauptbahnhof. Vielen Dank.